Wie du in 5 Schritten ein erfolgreicher Investor wirst und an der Börse Geld verdienst. Herzlich willkommen bei Erfolgreich Investieren. Das Investieren an der Börse hat mich schon immer fasziniert. Auf der einen Seite gibt es eine Handvoll an Investoren, die es immer wieder schaffen, extrem viel Geld zu verdienen und ein Vermögen aufzubauen. Und auf der anderen Seite gibt es jedoch Millionen von Anlegern, private als auch professionelle, die Jahr für Jahr hohe Verluste einfahren. Seit mehreren Jahren versuche ich herauszufinden, was diese wenigen erfolgreichen Investoren von dem Rest unterscheidet. Ich studiere Wirtschaftswissenschaften, habe etliche Bücher gelesen, Studien analysiert und lege mein eigenes Geld schon seit 6 Jahren an der Börse an. Auf dieser Basis habe ich 5 Punkte oder 5 Schritte ausgearbeitet, die jeder Interessent oder Anfänger befolgen sollte, um an der Börse Geld zu verdienen. Der erste Schritt ist, eigne dir eine Investmentphilosophie an. Das heißt, du sollst lernen, wie die Märkte funktionieren oder wie sie auch nicht funktionieren. Und du musst herausfinden, ob die Märkte eventuell Fehler machen. Denn nur so kannst du am Markt Geld verdienen oder ihn eventuell schlagen. Deine Investmentphilosophie ist also deine Meinung darüber, wie die Märkte funktionieren. Aus deiner Investmentphilosophie leitest du später deine Investmentstrategie ab. Die meisten professionellen als auch privaten Anleger haben keine Investmentphilosophie und scheitern deswegen mit ihren Investments. Entweder investieren sie auf Basis einer Investmentstrategie, die nicht zu ihnen passt, oder ihre Investmentstrategie funktioniert einfach nicht mehr. Deswegen solltest du dich auf jeden Fall mit dem Thema auseinandersetzen, wie die Märkte funktionieren. Der zweite Schritt ist, lerne dich selber kennen. Und zwar in Bezug auf Risiko, Anlagehorizont, Zeit, die du zur Verfügung hast, um zu investieren, Kapital, welches du zur Verfügung hast für deine Investments und dein Charakter. Nehmen wir zum Beispiel den Punkt Risiko. Jeder Mensch ist grundlegend risikoavers. Was ist Risikoaversion? Risikoaversion bedeutet, dass man Risiko nicht mag. Also man ist avers gegenüber Risiko. Jedoch ist der Grad der Risikoaversion unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sehr risikoavers sind, also Risiko überhaupt nicht mögen, damit überhaupt nicht klarkommen. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die etwas besser mit Risiko klarkommen. Du musst für dich selber überlegen, wie viel Risiko kannst du maximal mit deinen Investments eingehen. Und zwar solltest du berücksichtigen deine Lebensumstände, deine Zukunftspläne und dein Charakter. Wenn du auf einmal abends nicht mehr schlafen kannst oder nachts nicht mehr schlafen kannst, weil du die ganze Zeit darüber nachdenkst, ob deine Aktienkurse vielleicht irgendwann mal in den Keller gehen, dann ist das nicht Sinn der Sache. Da solltest du eventuell nach einem risikoärmeren Investmentansatz Ausschau halten. Außerdem solltest du mal darüber nachdenken, wie lange du investieren möchtest. Also ist dein Anlagehorizont kurzfristig, mittelfristig oder langfristig? Außerdem solltest du darüber nachdenken, wie viel Zeit du für deine Investments zur Verfügung hast. Weil wenn du wenig Zeit hast, dann kannst du eine sehr zeitintensive Anlagestrategie wie das Value Investing schwer verfolgen, weil da musst du Jahresabschlüsse lesen, analysieren, Unternehmenswerte ermitteln. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Wenn du wenig Zeit hast, dann kannst du vielleicht passiv investieren. Da erstellst du einmal ein ETF-Portfolio und investierst dann automatisch. Außerdem solltest du darüber nachdenken, wie viel Kapital du zur Verfügung hast. Hast du monatlich nur wenig Kapital zur Verfügung, zum Beispiel 20, 50, 100 Euro, oder hast du eine fixe Summe, die du anlegen willst? Je nachdem ist eine Investmentstrategie oder die andere für dich besser geeignet. Zu all diesen Punkten werde ich in Zukunft mehrere detaillierte Videos hochladen auf meinem Kanal. Denn all diese Faktoren musst du bei der Frage berücksichtigen, welche Investmentstrategie du schlussendlich anwenden wirst oder wie du dein Geld am Ende an der Börse anlegen wirst. Jetzt kommen wir zum dritten Schritt. Schaue dir die verschiedenen Investmentansätze oder Strategien an und lerne, wie sie funktionieren und ob sie funktionieren. Es gibt hunderte von Investmentansätzen und tausende von Studien, welche die Erfolgsaussichten dieser Investmentansätze erforschen. Jedoch gibt es nicht den einen Investmentansatz, mit dem man auf jeden Fall erfolgreich wird oder der auf jeden Fall funktioniert. Es gibt mehrere Investmentansätze, die durchaus sehr gut funktionieren. Zum Beispiel ist Warren Buffett ein Value-Investor und damit sehr erfolgreich. Peter Lynch ist ein Growth-Investor und damit sehr erfolgreich. Es gibt Investoren, die mit Charts und Daytrading sehr erfolgreich sind.
Auf der anderen Seite gibt es auch Investoren, die antizyklisch investieren und damit sehr erfolgreich sind. Es gibt auch Investoren, die passiv investieren und damit sehr zufrieden sind und sehr erfolgreich sind. Wie du siehst, gibt es eine Vielzahl an Investmentansätzen, die potenziell oder theoretisch sehr gut funktionieren. Du schaust dir in diesem dritten Schritt jetzt die bewährtesten Investmentansätze an und analysierst, wie sie funktionieren, ob sie funktionieren und schaust dir ihre Erfolgsaussichten an und vor allem, was du lernen musst, um diese Investmentansätze oder Strategien erfolgreich durchzuführen. Jetzt kommen wir zum vierten Schritt. Nun wählst du einen Investmentansatz aus, der zu deiner Investmentphilosophie passt, der vor allem zu dir passt und der gute Erfolgsaussichten bietet. Wenn du zum Beispiel davon überzeugt bist, dass die Märkte effizient sind und du einen langen Anlagehorizont hast und wenig Kapital hast zum Investieren und vor allem risikoavers bist, dann ist das passive Investieren, zum Beispiel in einen ETF-Sparplan mit einem hohen Anleihenanteil, gut für dich geeignet. Wenn du davon überzeugt bist, dass die Märkte dir ein Growth Premium zahlen, also dass das Investieren in Wachstumsunternehmen vom Markt positiv entgeltet wird, dann solltest du ein Growth Investor werden, nach dem Vorbild von Peter Lynch. Nun kommen wir zum fünften und letzten Schritt. Jetzt sollst du dir die nötigen Fähigkeiten aneignen, um den von dir in Schritt 4 ausgewählten Investmentansatz umsetzen zu können. Wenn du dich in Schritt 4 zum Beispiel dazu entschlossen hast, ein Value Investor zu werden, dann musst du auf jeden Fall ein Unternehmen bewerten können. Du solltest Jahresabschlüsse lesen und analysieren können. Und du solltest einige Basics der Volkswirtschaftslehre kennen. Wenn du ein Value Investor werden willst, dann solltest du lernen, wie man Unternehmen bewertet. Und wenn du keine Zeit dafür hast, dann ist dieser Investmentansatz nicht für dich geeignet. Da solltest du eventuell nach Alternativen Ausschau halten. Wenn du jetzt alle fünf Schritte durchgeführt hast, dann kannst du endlich investieren. Und dieser Prozess, also diese fünf Schritte durchzuführen, dauert in der Regel 6 Monate bis 2 Jahre. Und du solltest auf jeden Fall keinen dieser Schritte überspringen. Denn wenn du zu voreilig bist und echtes Geld vorzeitig investierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du Verluste erleiden wirst. Und dann sind die meisten Leute direkt abgeneigt und sagen, das Investieren an der Börse ist viel zu riskant und ich investiere nicht mehr. Wenn du diese fünf Schritte befolgst, wirklich Schritt für Schritt durchführst, dann bist du sehr gut aufgestellt. Und diese fünf Schritte werden in Zukunft einen roten Faden für meine zukünftigen Videos darstellen. Ab heute werde ich zu jedem Schritt eine Playlist erstellen. Und je nachdem, wie weit wir schon fortgeschritten sind, werden diese Playlists Videos enthalten. Also, wenn du den Schritt, also den, wenn du den Weg zum erfolgreichen Investor gehen möchtest, dann abonniere meinen Kanal und gib mir einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Video. Dein Sinan, also ein erfolgreiches Investieren. Mehr Geld, weniger Risiko und ein besseres Leben.